Die Mutter von Imam Malik, in welcher Reihenfolge kommt sie vor, also chronologisch, hinsichtlich der Verfassung von Hadith-Werken? Vor Bukhari oder nach? Vor Bukhari. Vor Ahmed? Ahmed ist der Sheikh von Bukhari und Muslim. Das Al-Muwatta von Imam Malik ist das erste erhältliche Hadith-Buch, was wir haben, in schriftlicher Form. Al-Imam Malik ist, wenn ich mich nicht irre, im Jahr 179 nach der Hijra gestorben. 179 nach der Al-Hijra. Und die hat er im Auftrag eines Khalifa geschrieben. Das war in der abbasinischen Dynastie. Er hat verlangt von Imam Malik, dass er ein Buch verfasst, der die Texte beinhaltet, die um die Ahkam handeln, die die Menschen betreffen in ihrem allgemeinen Leben. Und er hat es auch gemacht. Und als das Buch fertig geschrieben worden ist von Malik, wollte dieser Khalifa das verbreiten in der islamischen Welt und die Menschen sozusagen gesetzlich dazu verpflichten, sich nach diesem Buch zu richten. Aber Imam Malik hat das ihm untersagt. Er hat ihn darum gebeten, dies nicht zu tun, mit einer Begründung. Er sagte, die Menschen haben an jeder Örtlichkeit ihre Gelehrten. Von den Sahaba und den Tabi'un, den Atba'ut Tabi'in. Und sie haben von ihnen Dinge gelernt und beigebracht bekommen oder werden, Ahkam wurden geurteilt dort, die sozusagen eine gewisse Anwendung bekommen haben und bekannt geworden sind unter diesen Leuten. Die kennen nichts anderes. Die kennen die anderen Sachen nicht. Das ist ein allgemeine Laienvolk, kennt nichts anderes. Und deswegen, aus diesem Grund hat er ihm verboten, das Buch gesetzlich sozusagen zu verpflichten. Das würde nämlich zu Irritierungen führen bei dem Laienvolk. Es würde zu Irritieren führen. Und die andere Sache ist ja, wie bekannt, dass diese Meinungsverschiedenheiten größtenteils legitim sind. Legitime Meinungsverschiedenheiten. Daher ist es nicht angebracht, Urteile, die auf Vermutungen basieren, in einer Zwangmaßnahme durch Urteile auszutauschen, die ebenfalls nur auf Vermutungen basieren. Oder? Die Regel besagt, Al-Dhannu la yarfa'uhu illa al-Yaqin. Spekulationen und Vermutungen werden nur durch Gewissheit aufgehoben. Aber die meisten Ahkam der Scharia, wie wir das schon oft gesagt haben, sind nicht gewisse Ahkam. Sie haben eine gewisse Eventualität. Es besteht immer ein Potenzial für das Gegenteil. Und daher sagt der Imam Malik selbst, wenn er über ein Thema gefragt worden ist, nach einer Fatwa gefragt worden ist, er beendete seine Antwort manchmal mit der Aussage, وَإِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا. Das ist ein Vers aus dem Koran. Wir hegen nur Vermutungen. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Gewissheit haben wir nicht. Gewissheit haben wir nicht. Und auch die Al-Shafi'i, diese Aussage habe ich noch nicht schon Millionen Mal genannt, aber ich persönlich mag sie. Sie zeigt einfach die Einstellung der Fuqaha zum Fiqh, wie sie den Fiqh sehen. Er sagte, قَوْلِ صَوَاب يَحْتَمِلُ الْخَطَى وَقَوْلُ غَيْرِ خَطَى يَحْتَمِلُ الصَّوَاب. Meine Aussage ist richtig. Sie ist richtig, kann aber potenziell falsch sein. Die Aussage der anderen ist falsch, kann aber potenziell richtig sein. Also das Potenzial ist da. Natürlich sagt man das nicht bei Dingen, in denen es den Konsens der Muslime gibt. Es kann nicht sein, dass jemand sagt, ich glaube, das Gebet besteht aus 4 Gebeten am Tag. Ja, aber möglicherweise sind es auch 5. Das wird nicht geduldet. Nicht jeder Khilaf wird geduldet. Genauso wie es nicht geduldet werden kann, dass jemand sagt, ich gehe davon aus, meine Meinung ist, dass der Koran aus 120 Suren besteht.
Die Aussage der anderen ist, dass er aus 114 besteht. Das wird nicht geduldet. Geduldet wird der Khilaf dort, wo die Texte das auch zulassen.